Ein gewisses Privileg. Es ist aus meiner Sicht sehr gut, dass der Landesparteitag Sachsen sich mit Sozialpolitik befasst hat. Ich finde, dass wir das Soziale als Linke nie aus dem Blick verlieren dürfen. Soziale Gerechtigkeit. Und ich dachte, es gibt nur ein halbes Glas. Aber es ist noch vom Vorgänger. Das ist natürlich sehr gut, sehr gut. Also das hat auch mit Sozialem zu tun, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ich glaube, dass die Linke bei aller Finanzmarktkrise mit sozialer Gerechtigkeit ihre Wahlen gewinnt, ihre Verankerung in der Gesellschaft gewinnt. Deswegen meine ich, dass ein rotes Projekt für den sozial-ökologischen Umbau auf die Tagesordnung gehört. Und ich will ausdrücklich zustimmen, dass der Sächsische Landesverband hier eine besondere Rolle spielt, weil vor allem Sachsen, wie es im Leitantrag steht, zum bundesweiten Experimentierfeld sozialer Veränderungen geworden ist. Ich kämpfe in der Bundestagsfraktion dafür, dass auch Ostdeutschland ein zentrales Politikfeld der Linken bleibt. Das war mal ganz einfach, ist jetzt Gott sei Dank etwas schwerer geworden. Ich sage das auch deshalb, weil wir um Ostdeutschland nicht wegen immer noch vorhandener Defizite ringen müssen, sondern um ostdeutschen Erfahrungsvorsprung für gesamtgesellschaftliche Entwicklung zu erschließen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das im Übrigen ist ein völlig anderer Ansatz als der der Unionsparteien. Die Unionsparteien betreiben weiterhin die Spaltung des Landes. Ich will das am jüngsten Beispiel Mindestlohn ganz kurz sagen. Ja, wir begrüßen das, dass endlich diese Debatte bei der Union angekommen ist. Ja, es wäre sinnvoll, wenn in dieser Richtung etwas beschlossen worden ist. Ja, wir können mit großem Stolz sagen, die damalige PDS hat als erstes dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben darum gekämpft, wurden am Anfang belächelt und wurden dafür verspottet. Aber wir haben da durchgehalten und haben einiges bewegt. Und es wäre nur gut, wenn endlich Schluss wäre mit Hungerlöhnen, wenn endlich Schluss wäre, dass Menschen Aufstocker sind. Das alles ist völlig inakzeptabel. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, was überhaupt nicht geht, sind unterschiedliche Mindestlöhne in Ost und West. Das werden wir als Linke nie akzeptieren. Mir muss mal einer erklären, wieso in Leipzig oder in Pinneberg, in München oder in Ehrenfriedersdorf, natürlich sind dort unterschiedliche Lebenshaltungskosten, aber doch nicht Ost-West geteilt. Es ist völlig inakzeptabel. Und ich sage ganz deutlich auch an die Kollegin Kloppig, ich wünsche mir, dass die deutschen Gewerkschaften das nicht zulassen, dass sie keine Tarifverträge vereinbaren, wo Ost und West unterschiedlich behandelt wird. Und ich wünsche mir, dass du mit anderen sächsischen Gewerkschaftern sich dafür einsetzt, dass das so nicht bleibt. Natürlich, liebe Genossinnen und Genossen, wird im Moment alles, nahezu alles von der Finanzmarktkrise überlagert. Diese Finanzmarktkrise ist eine ökonomische, politische, soziale und wie man auch in Griechenland sieht, eine Krise der Demokratie. Nun ist es wieder knapp 4 Tage her, da wurde auf einem Gipfel beschlossen, dass Griechenland gerettet ist und der Euro gerettet ist. Mich hat sofort stutzig gemacht, dass es einen gab, der gesagt hat, er ist sehr zufrieden, das war Herr Ackermann. Und wenn der sehr zufrieden ist, dann bin ich immer einigermaßen skeptisch. Was passiert da eigentlich Woche für Woche, liebe Genossinnen und Genossen? Wir schieben, Michael Leutert wird das bestätigen, der sitzt mit mir im Haushaltsausschuss, jede Woche Milliarden hin und her. Da wird von 123 auf 200, von einer 23 auf 211 Milliarden der EFSF aufgestockt, da werden neue Rettungsschirme und so weiter und so weiter. Milliarden werden verschoben. Neulich sagte mir in meiner vorpommerschen Heimat ein Bürger, Mensch, weißt du, das interessiert mich gar nicht, bei mir sind die Schrippen 10 Cent teurer geworden, das geht mir irgendwie viel mehr auf den Keks. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, denn diese Milliarden, liebe Genossinnen und Genossen, werden alle auf uns zurückfallen. Ich will noch mal daran erinnern, was war denn der Ausgangspunkt, wo begann denn diese verschärfte Krise? Da ist damals Lehman Brothers Konkurs gegangen. Sehr schnell danach, weil auch deutsche Banken sich verzockt haben, haben wir im Deutschen Bundestag einen sogenannten Bankenrettungsschirm in Höhe von 480 Milliarden beschlossen. 480 Milliarden, der Haushalt des Bundes rund 300 Milliarden, nur um die Zahl einmal ins rechte Licht zu rücken. Das Interessante war, das Gesetz dazu, das hatte diese Höhe, ist uns am Donnerstag vorgelegt worden. Am Freitag sollten wir beschließen und haben im Deutschen Bundestag beschlossen. Kein Abgeordneter hatte dieses Gesetz gelesen, geschweige denn verstanden.
Es war aber innerhalb von 24 Stunden möglich, weil die Begründung war, ansonsten brechen am Montag die Börsen zusammen. Die Börsen, das ist ja sowieso das immer das Neue, die Börsen reagieren nervös. Wenn ich mal sage, gebt denen eine Pille, vielleicht hilft's. Also nervös reagieren, das ist eine Vermenschlichung, die meines Erachtens völlig inakzeptabel ist. Aber das Entscheidende ist, wir haben an dem Tag gesehen, wie schnell entschieden worden ist. Und wenn ich dazu im Kontrast sehe, wie es ein Jahr lang ein unwürdigeres Geschachere um 5 Euro mehr bei den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern ging, dann ist das völlig inakzeptabel. Was passiert da eigentlich mit Griechenland und all diesen Drücken, die da auch ausgeübt worden ist? Natürlich, auch wir als Linke müssen ganz klar und eindeutig sagen, Griechenland hat sich ein Stück weit in die Eurozone reingemogelt. Das waren falsche Zahlen. Das ist so, das ist ein Fakt. Es ist übrigens auch ein Fakt, um den mal hier an dieser Stelle gleich zu sagen, dass Griechenland auch heute, bei den ja so hohen Staatsausgaben, hat Griechenland immer noch pro Kopf die dritthöchsten Rüstungsausgaben in der EU. Warum kommen Frau Merkel und Herr Sarkozy, warum kommen die nicht mal auf die Idee und sagen, pass mal auf, dafür müsst ihr nichts mehr ausgeben. Das reduziert euer Defizit erheblich. Sie kommen nicht auf die Idee, weil die Güter im Wesentlichen aus Deutschland und aus Frankreich importiert werden. Da wird nämlich nichts getan und das ist meines Erachtens der völlig falsche Punkt. Ich will jetzt auf die Details nicht umfangreich eingehen, sondern vor allen Dingen ein bisschen dazu sagen, was unsere Vorstellungen sind. Und ich will ganz klar das sagen, ist hier heute auch schon angedeutet worden. Wir werden dieser Krise nicht Herr ohne eine konsequente Regulierung der Finanzmärkte. Ich kann das vergleichen mit dem Unglück da am Golf von New Orleans. Solange das Loch nicht gestopft war, läuft weiter Öl raus. Und heute wird es auch so sein, dass immer wieder gegen die nächste Summe spekuliert wird von den Leuten an den Börsen. Und deswegen muss hier endlich das Loch gestopft werden. Wir müssen die Finanzmärkte regulieren. Wir dürfen diese unsäglichen Finanzprodukte nicht weiter zulassen. Wir müssen die Hedgefonds in Deutschland verbieten. Die Ratingagenturen verändern, eine Finanztransaktionssteuer einführen und vieles andere mehr. Eins, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, das wusste ich bis dahin nicht. In der Bundesrepublik Deutschland ist es möglich, etwas zu verkaufen, was einem nicht gehört. Und das ist genau das, was am Finanzmarkt täglich passiert. Da werden Staatsanleihen verkauft, die teilweise gar nicht im Eigentum der Verkäufer sind. Also diese Dinge müssen dringlichst geregelt werden, ansonsten kommen wir dort nicht raus. Zweitens. Eine Schlüsselfrage ist, dass endlich die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Wir haben 10 Billionen Staatsschulden in Europa auf der einen Seite und gleichzeitig 10 Billionen Dollar Vermögen bei denjenigen, die 1 Million und mehr besitzen. Das können wir vielleicht mal beidseitig reduzieren. In Griechenland besitzen 2000 Familien 80% des Vermögens. Warum macht die EU dann nicht mal eine Auflage, dass bei denen etwas abgeholt wird? Vielleicht ist in Griechenland eine Millionärsteuer wirklich einmal angesagt und nicht immer zulasten derjenigen, die arbeiten, zulasten der Rentnerinnen und Rentner und der Studentinnen und Studenten. Nein, die Reichen in Griechenland müssen auch zur Kasse gebeten werden. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, gilt natürlich auch für Deutschland. Selbst in diesen Krisenjahren steigt jedes Jahr die Zahl der Vermögensmillionäre. Wir haben inzwischen in Deutschland 924.000 Vermögensmillionäre. Diese Zahl, wenn man die in den neuen Ländern sagt, da glaubt ihr mal kaum jemand. Aber sie ist wahr, das ist das Statistische Bundesamt und nicht die Linke, die diese Zahl aufgebracht hat. Und ich sage mal, als jemand, der Bundestagsabgeordneter ist, der pünktlich und reichhaltige Überweisung kriegt, selbst wenn man das ganze Leben im Bundestag ist, Millionär wird man damit nicht. Denn Millionär wird man nicht durch eigene Hände Arbeit. Und wir müssen uns klar und deutlich benennen, das ist Ausbeutung. Daher entstehen Millionäre. Und dass wir in Deutschland auch Milliardäre haben, das können wir so nicht weiter zulassen. Deswegen fordern wir, und da kann es genau wie beim Mindestlohn sein, steht der Tropfen, höhlt nicht nur den Stein. Lasst uns weiter bei unserer Forderung einer Millionärsteuer bleiben. Sie wird in Deutschland mehrheitsfähig sein und wir werden sie am Ende des Tages auch gesellschaftlich durchsetzen können.